Ich grüße euch Leute und willkommen zur nächsten Ausgabe hier mit Assassin's Creed Valhalla. Leute, wir sind hier immer noch in... Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Wie ist der Ort? Göthebrück? Oder wie war was gewesen? Granterbrück. Brücksgier. Granterbrück. Ihr wisst schon. Leute, hier sind wir immer noch am Start. Ich glaube, das Würfelspiel spare ich mir jetzt mal. Ich möchte mit euch hier nochmal gucken bei den Schätzen. Den einen da unten, den kriege ich irgendwie nicht. Also da stelle ich mich irgendwie ein bisschen bratzedämlich an. Zumindest finde ich dort den Zugang zur Hütte nicht. Aber ich denke mal, das bisschen Silber, Silber sage ich schon. Na, obwohl Silber kann auch drin sein. Sprich Silber, Leder und Erze, was wir dann dort drinnen so haben. Das werden wir, denke ich mal, überleben. Aber wir gucken mal hier noch an den anderen Orten hier. Hier geht es wenigstens mal das Brett auf. Das ist aber schön. So, wo ist hier, Segeltuch, rote Farbe. Aber unser Schatz ist jetzt hier nicht, ne? Hä? Es geht schon wieder gut los, Leute. Ach, oben? Oben? Wie komme ich da hoch? Ist das euer Ernst? Hallo? Aha. Da wirst du hier mal wohl hochkommen, oder? Mann, Mann, Mann. Komme ich denn da jetzt hoch? Vielleicht über die Hütte? Ah. Das kann man kaputt machen. Mann, Mann, Mann. Einfach machen sie es eben nicht immer. Oh, hier waren sogar Vorräte drin. Das ist natürlich äußerst neckisch, möchte ich mal sagen. So, da haben wir hier noch was. So. Ah, hier werden Boote gezimmert. So, 54 Schmiede. Da oben drin. Ne, hier unten ist auch was. Ah, jetzt geht's schon wieder los hier, ne? Aber Leute, war da oben nicht auch was Goldenes? Oh, warte mal, hier ist erstmal auf jeden Fall ein Brett. Jetzt sag nicht, ich kann's wieder nicht bewegen. Mann! Okay. Wir gehen mal hier oben gucken. Aha, aha, aha. Soll ich das mal kaputt machen? Oh! Ah, da war jetzt, ich sage jetzt mal, nur Leder. Aber auch das ist ja wichtig. So, hier, reagier mal. Dankeschön. So. Mal quasi auch das. Da bin ich ja schon fast glücklich hier. Aber warte mal, hier ist noch was. Da ist noch ein goldener Punkt in dem Langhaus. Wie konnte der mir denn so durch die Lappen gehen? Und dann werden wir uns mal um die Vertrauten kümmern. Und um den, ja, möglichen Verräter. Hauptsache, wir schnallen das, was wir dann so wahrnehmen. Oh, warte mal, wir reden mal mit den Leuten hier. Hast du in der Nacht des Überfalls etwas gesehen? Nur Leaf, wie er tapfer kämpfte. Wusstest du, dass Leaf ein Gedicht in jedes seiner Langschiffe ritzt? Er ist Handwerker und Wortschmied. Wo sind diese Langschiffe jetzt? Leider verloren im Nebel der Fans. Könnte ich sie wiederholen, ich würde es tun. Er wäre so dankbar, wenn er seine Kunstwerke zurückbekäme. Sicher. Ich wünsche dir viel Glück. Warte mal. Information, Information. Was wollten die da jetzt schon wieder? So, okay. Leute, hier ist noch ein Schatz im Langhaus. Oben. Kann man da hoch? Das geht auf jeden Fall kaputt. Lass das gefälligst.
Oh, Vorräte, sehr gut. Gut, Leute. Wir reden nochmal mit Soma. Soma, um deine Leute besser zu verstehen, sollte ich dich besser kennenlernen. Wie hast du es geschafft, Jarlskonar zu werden? Mein König Gudrum führte das Sommerheer durch dieses Land. Als er Westsexer angriff, meldete ich mich, um die Stadt zu verteidigen. Ich wollte Handel treiben, damit unsere Truppen reich und stark sind, wenn sie gebraucht werden. Gudrum war einverstanden. Und so habe ich diese Stadt von klein auf großgezogen und mich in sie verliebt. Sie zu verlieren war wie ein Dolchstoß ins Herz. Sie zurückzubekommen war wie Balsam. Aha. Wenn ich den Verräter finde, was wirst du mit ihm tun? Er stirbt durch meine Hand. Schmerzlos und ohne öffentliche Demütigung. Verräter oder nicht, dieses Schwein ist auch ein enger Freund. Ein Teil meiner Familie. Nur ich werde die Bürde dieses Todes tragen. Die anderen werde ich damit nicht belasten. Das wird genügen. Okay. Sag, warum liebst du Grantabrück so innig? Ich war jung, als meine Eltern starben, aber alt genug, um mich zu erinnern. Ich habe mich mein Leben lang nach einer Familie gesehnt. Grantabrück ist mehr als eine Silberquelle. Es ist der Ort, an dem ich diese Familie aufbauen konnte. Für jeden, der eine braucht. Seien es Wanderer, Schmuggler oder Handwerker. Das ist alles. Viel Glück, Eivor. Danke, dass du das für mich tust. Naja, aber ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt viel schlauer fühle. So, jetzt wollen wir das, die Quest auch mal aktivieren hier, ne? Ich mit Galdien lief. Gut. 700 Meter? Warte mal, da können wir auch noch mit ihm reden. Ah ne, das ist der Würfelspieler, oder was? Ne? Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als Aha. sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Nordöstlich von hier. Das wäre ja dann eigentlich hier so oben. Sehr merkwürdig. Wo soll ich denn jetzt hin? Dort drüber. Frage ist, wo sind die anderen? Ist da einer vielleicht näher? Leaf? Oh, der ist sogar da unten, ne? Ist noch weit da unten, ne? Also ich sag mal, hier der gute Galdien ist dann schon mit am nächsten, ne? Wir gucken uns aber hier mal an, was hier so auf dieser kleinen Insel dort so ist. Auf dem Weg dahin. Nimm mal mein Pferd mit. Hey, pass gefälligst auf, du Hund! Ja, bleiben Sie doch mal ganz ruhig. Wie komme ich jetzt hier am dümmsten raus? Springen! Ja. Er wollte nicht springen. Oh Gott, wie komme ich hier raus? Ach, da springt er drüber oder wie oder was? So, okay, da ist auf jeden Fall schon mal ein Ausgang. Den nehmen wir mit. So. Guck mal erstmal, was dort auf der Insel ist. Scheint ja auf jeden Fall ein kleines Rätsel wieder zu sein. Ja, vielleicht kann man drüber nachdenken, das schnellere Schwimmen mal zu aktivieren. Aber naja. Ich will ein starkes Bündnis schmieden, um mein Königreich zu festigen. Okay. Was hast du? Hast du dir einen Thron hier gebaut? Das ist dein Königreich, sagst du? In der Tat, Nordsexe. Und ich bin sein erster König, Eckwald. Und als sein Oberhaupt suche ich nach Verbündeten, um stärker zu werden. Königreich? Diese Insel hier? Ja, von Küste zu Küste. Meine Brüder und ich sind vor ein paar Monaten auf dieses herrenlose Land gestoßen, das unserem Ehrgeiz angemessen erschien. Leider sind meine Brüder kurz darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer.
Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack und du kannst deinen König deinen Freund nennen. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Im Wrack? Welches Wrack? Gorte oder wie oder was? Ist hier ein Wrack drunter? Was ist denn das? Da ist er doch schon! Feiner goldener Schuhreif. Eines Königs würdig. Na schau an, guck! Kann doch mal Glück haben. Was haben wir hier? Tote Kisten! So, da haben wir ihn schon. Ich habe deinen Armreif gefunden, im Wrack deines Schiffes. Bei allem, was groß ist, ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsechse. Kann er mal sehen. Ich werde dein erstes Bündnis sein, deine Geschichte geht nicht auf. Deine Vergangenheit wirft Zweifel auf. Ich kann niemandem trauen, der seine Brüder so verdächtig leicht verloren hat. Was ist wirklich geschehen? Gar nichts. Der Armreif gehört mir. Mir allein. Dieses Königreich sollte eines der größten von Englerland werden. Der Glanz des Rings hat dich verblendet. Jetzt blende ich dich mit Blut. Ja? Ein heiliges, ich hab kein Schild. Die größten aller Königreiche gebrochen. Nicht gut. Was ein Typ, ey. War der hier vielleicht noch irgendwas rumliegen? Zettel? Hätte man sich vielleicht durchlesen können, dann hätte man gesehen, na, das läuft hier nicht alles richtig. So, da geht's dann weiter. Oh, hier oben haben wir wieder irgend so einen Kreis oder sowas. Auf dem Berg oben. Na, das kann ja was werden. Den gucken wir uns an, bevor wir mit Garlin reden. Wenn das überhaupt wieder so ein Kreis ist. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für so ein Rätsel. Hoch da! Hier so über die Wiese zu reiten, das macht schon Laune. Das macht so Laune. So. Sind noch ein paar Meter. Hier lauert toll verfluchtes Verderben. Oh Gott. Wieso? Jetzt sag mir nicht, hier ist dann wieder so ein Bossgegner oder sowas. Wie das verflucht. Finde und beseitige die Ursache. Auf jeden Fall ist da oben ja irgendein Typ. Verfluchtes Zeichen zerstört. Das war's schon. Das Land kann wieder aufatmen. Okay. War ja jetzt nicht so schwer. Wo ist denn mein Hottehü? Ey, nur sag mal. So, jetzt aber. Ab zu Garlin. Ist so viel Erz und so. Ich latsch einfach dran vorbei. Das ist eigentlich total kacke. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, was? Das würde uns Unglück bringen. Was redet ihr da? Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben.
Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie kam es, dass du Somas Clan? Was denkst du über Somas engsten Kreis? Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Zünde die Fackel und entflamme die Pfeilspitzen, Ebor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Jetzt tun wir hier echt noch einen Raubzug machen? Na dann? Da sind wir dabei. Das ist prima. Wie heißt das Nest hier eigentlich? Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ein Fluch, der sich auf sie alle legt. Jedes Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie halfen... Echt? Ich soll Soma echt... Soma Grantabrück zu stehlen! Dass sie Wiegmunds Stiefel geleckt haben! Hey, was? Plünderer! Schlagmänner kommen! Oh Gott! Der holt Verstärkung! Alter Mann, Wiegmund ihre Köpfe! Jawohl. Soll ich echt hier alles abfackeln? Oh Scheiße, das war rot. Na, komm. Ich werde bekloppt. Zu früh schon wieder. Schon wieder zu früh. Zu früh. Nee, das hat glaube gepasst. Scheiße. Also, mit Sperrtypen habe ich nur so meine Probleme. Ich will Timing üben, Leute. Nicht wundern gerade. Okay, mal hier ein bisschen weiter abfackeln hier. Wo kommt ihr da mit dem Hammer? So, Häuser niederbrennen. Wo haben wir denn noch eins? Ohoho. Yeah.
mal Waffe werfen können. Oh, warte mal, kann ich das jetzt machen? Ah, weil kein Gegner in der Nähe ist. Ärgerlitschen. So, ich brauche noch ein Häuslein. Ist da oben Fackel schon? Oh, uiuiui. Immer diese Brutalität. Warte mal, hier gibt's Probleme mit einem Angehörigen. Müssen wir helfen. So, Leute haben Probleme. Jawoll, Mann, ist das geil. Ist er noch böser? Hier liegt doch bestimmt noch eine Waffe rum. Das ist so eine geile Fähigkeit. So, Leute, ein Haus muss noch brennen. Okay, das brennt. Wer tut denn da schon wieder an der Glocke, Leute? Ah, der Geruch brennender Rehdächer, glimmender Torffeuer. Sehr gut. Ich glaube, das haben wir. Sprich mit Galin. Sofort. Ganz kurz meine zwei Fertigkeitspunkte hier. Wir haben ja gesagt, wir wollen in die Richtung hier von dem Adrenalinschub hier gehen. So, erstmal hier. Mehr Gesundheit, immer gut. Und leichter Schaden. So, Galin. Was ist jetzt hier los? Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Okay. Aber wieso ist hier ein Fragezeichen? Was ist ein Typ? Was ist denn hier sonst noch so auf der Karte? Ist hier noch ein Schatz oder sowas? Das Fragezeichen holen wir uns gleich. Was ist denn das da? Ach, da. Wollen wir mit dem Typen mal reden? Das hat man noch nie so Fragezeichen. Guten Tag. Informationen. Ich habe sie. Willst du sie? Es ist das bisschen Silber wert. Versprochen. Information? Also gut, ich suche... Buch des Wissens, Ausrüstung, Bahn, Artefakte. Bücher des Wissens. Zeig mir mal deine Karte. Da, an diesem Ort. Hier. Ach Quatsch. Dann markiert er mir das, oder was? Wo? Ach da, Tatsache. Das ist ja krass. Hier, noch mehr Infos. Ich brauche Zeit. Ach so, der braucht Zeit. Ich verstehe. Gut. Ja. Dann haben wir hier noch... Was? Also, wenn wir da jetzt überhaupt noch rankommen, ne? Weil hier drin scheint es ja sehr warm zu sein. Oh, es sieht gut aus. Immer her. So, und dann war... dort. Ich könnte natürlich auch einfach meinen Adler immer aktivieren, ne? Aber... Oh Gott. Hier ist wieder die große Frage, wie kommen wir hier rein wahrscheinlich? Hier schon mal, ne? Ah ja. Von Wigmund. Untertauchen? Ach so, ja. Na, das bringt jetzt hier nichts. So, gut. Gut, Leute. Haben wir hier ein bisschen was? Da gucken wir jetzt mal, was das hier ist.
Hier ist dann sowieso schon der Ort zum Einnehmen. Und nicht, dass das dann zu einer Quest dann von Birna oder wie hieß der andere dann, Leaf halt, ist. Aber wir werden es erfahren. Oh, ich glaube, ich hole mein Pferd. Was haben wir denn hier? Mein Apfelwagen ist umgekippt. Oh nee. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. Ach, da habe ich doch gar kein Problem. Du hast deine Äpfel verloren. Sehr richtig. Ein teuflischer Wind überkam mich und ich sorge mich um sie. Aber ich habe die besten und saftigsten gerettet. Diese Äpfel erfüllen deinen Mund mit dem schillernden Licht Jesu Christi. Was macht sie so besonders? Ein Apfel ist ein Apfel, oder? Oh, das sehe ich anders. Weißt du, jedes Jahr pilgern wir gen Westen. Zu Hammes Gehöft. Bauer Hamme im Westen? Ja, wir nennen ihn liebevoll den Hammer. Und seine Äpfel sind köstlich mit dieser leichten Eisennote. Meine Freunde sind bereits zurück und geben sich sicher schon dem Genuss hin. Aber ich hatte leider Unglück. Mein Wagen ist hin. Ach, wäre mein Rücken doch nicht voller Knoten. Na und nu? Wie eine alte Eiche. Ich undete Christus. Lasset die Äpfel von Hammelgehöft im Osten von Lunden ein Segen für eure Gruppe in der fröhlichen und göttlichen Rabauken sein. Lasset den eisernen Topf Gottes euch segnen und eure Wege in dem Licht erstrahlen. Möge beim Auf. Ja, aber. Sende mir einen Engel, o Herr! Oh, ich bin dir ewig dankbar, dass du die Kiste trägst. Ich würde mich freuen, bei der Verköstigung der Apfelernte teilzuhaben, sobald wir bei deinen Freunden sind. Oh, natürlich werden wir Gottes Früchte mit dir teilen. Dann kannst auch du die Eisennote schmecken. Nach dem Fasten haben wir uns das verdient. Fasten? Ist das, wenn ihr für euren Gott nichts esst? Ja, wir zeigen unsere Hingabe. Entsagen der Ablenkung. Aber jetzt ist es Zeit, die Früchte des Schöpfers zu genießen. Äpfel mit Freunden zu teilen, ist das göttlichste Erlebnis überhaupt. Okay. Oh. Manchmal ist es schön, einfach zu entspannen und einen Apfel zu genießen. Da das Glück unseres Lebens sich jederzeit wenden kann, ist es wichtig, die einfachen Dinge zu genießen. Sag mal, verarscht er uns vielleicht ein bisschen? Haben wir hier gleich irgendwelche Probleme? Ich freue mich so, dass du meinen Freund kennenlernst und wir zusammen Äpfel verspeisen können. Und wie schön es ist, gemeinsam zu wandern. Ja, du musst ja auch die Kiste nicht schleppen. Am Ende dieser glorreichen Pilgerreise werden wir vor Gut Luck niederknien und in seine Belohnung eintauchen. Hier gibt's doch gleich Stress. Da wären wir. Unser kleines Heiligtum. Wenn du willst, bete mit uns. Beim Apfeltauchen. Beim was? Nur so können wir in frommer Weise die Erträge unseres Schöpfers ernten. Gepriesen sei er. Bruder Holtwurf! Und du hast jemand mitgebracht! Schön, dass du zurück bist! Sie muss sich auf dem Boden befinden. Ja. Echt, das war wirklich keine Verarsche gewesen. Vielleicht ein Schatz oder sowas? Zwei Gedichte von Gutluck. Mann, Mann, Mann. Ein Opal. Oh, 54 Silber. Das, ja, hat sich gelohnt. So, lass mal ganz kurz gucken, wegen Quest hier. Ich glaube, Leaf war ein bisschen näher, ne? 1000 Meter. Ach nee, das war ja alles da unten, ne? 700 Meter, okay. Oh, es tut mir leid, dass ich immer so viel zu der Karte springe. Okay, wir sollen da rüber. Naja, da können wir doch sowieso erstmal hier das einsammeln. Ja. Hat's zu tun hier, wa? Unser Pferdchen.
Ich finde es, die Idee mit diesem schwimmenden Pferd ist wirklich gut. Ich bin so froh, dass wir es gemacht haben, ohne Scheiß. So, ist das jetzt hier eine Ortschaft, die irgendwie mir feindlich gesonnen ist? Misstrauensgebiet. Okay, dann sollte ich mich hier vielleicht mit drin. Alter, da unten ist so ein Schlüssel. Hallo? Jedenfalls geht es deinem Bruder. Hey, Moment! Ah, hallo? Das wusste ich doch nicht, dass die... Bleib standhaft! Eigentlich gedrückt. So, wir müssen den Glöckner. Der Glöckner. Leute, ich glaube, das war hier echt keine gute Idee. Zu spät. Meine Güte. Zu mir, Bruder. Der war eigentlich ganz cool drauf. So, Leute, hier ist eine Rüstung. Was denn für eine Rüstung? Ein Drachenschild. Wie immer, Bruder. Oh, oh. Der macht aber auch immer los. Wie komme ich hier runter? Ja, jetzt blägt hier die rum. Sag mir lieber, wie es hier in den Keller geht. Oh, oh, hallo. Okay, ich lass mich nicht von meinen Gefühlen überwallen. So. So, wo sind denn jetzt hier noch Böse? Ach, dort. Zeig mal her. Seid achtsam, wir schaffen das. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist sowas drin. Und hier ist das Schloss. Okay, Leute. Das Ding ist jetzt natürlich... Ach, hier kann man diese Glocken dann kaputt machen. Auch mal gut zu wissen. Auch mal gut zu wissen. Also genau unter uns soll irgendwo dieser Schlüssel sein. Ach, guck mal. Na, schon runter, ne? Was ist denn hier sonst noch so? Okay.
dann. Hier hoch. So, wo war er jetzt? Wo war er? Da. Ey, weh, hier ist was Schönes. Ach, da. Nicht mal ein paar Vorräte. Was ist denn da? Was ist denn da? Warte mal. Schon wieder zu früh, ne? Krieg das schon noch hin. So, hier drin ist irgendwas in der Hütte. Oh! Ein Kohlebarren! Den nehmen wir gerne mit. Da ist auch noch was drin. Also, oh, Vorräte! Rohmaterial ist unser Problem und ich glaube, das kriegt man halt wirklich bloß durch die Raubzüge. Ey, sehr gut, hier ist ordentlich was bei rumgekommen. Fragezeichen, oh Gott, ich muss da eigentlich hin. So viel zu entdecken. Das ist bestimmt einer, der uns dann wieder sagt, hier, da ist was, da ist was. Sag mal, geht der da so zombie-mäßig durchs Wasser? Nee, das sah gerade komisch aus. Ey, stehen bleiben! Ey! Das ist alles. Suche mich später wieder auf. Okay, anscheinend bringen die Typen nichts mehr. Oder man muss erstmal halt wirklich das sammeln, was man halt dort hat, ne? Nee. Ui. Geklärt. So, warum ist denn hier nur irgendwo eine Markierung da? Weg damit. Weg. Alle Markierungen entfernen. Dankeschön. Mache ich jetzt hier diesen Raubzug? Am Ende muss ich das dann sowieso mit irgendwas machen. Oder wir werden uns diesen schwarzen Gipfel jetzt dort mal annehmen. Dass wir wenigstens den Punkt haben. Ey, weil wenn ich schon wieder auf die Zeit gucke, das ist halt wirklich Wahnsinn in diesem Spiel, ne? Zeit hier immer vergeht. Und da ist dann Melbourne oder Melbourne oder wie sie es dort genannt haben. Mich täte halt auch mal interessieren, wenn wir dieses Kriegerlager da mal so ein bisschen ausbauen bei uns in der Stadt, was das halt einfach bringt, ne? Da wirst du. So, war da irgendwas? Was ist denn das? Ein Opal! Oder was? Ich hab das doch gar nicht so gesehen. Das ist nur Erz. Was ist denn hier drin? Aha! Ah, Silber! Eine Laute! Können wir jetzt auch mal ein bisschen Mucke machen.
Wo ist jetzt aber diese Kiste? Geht, das ist doch jetzt schon wieder merkwürdig. Weil hier dahinter komme ich ja augenscheinlich nicht. Vielleicht ist ja irgendwo hier was kaputt. Komisch. Wow, okay, ja. Das war so jetzt nicht geplant. Warum tut er das? Warum hat er das jetzt getan? Ich latsch hier außen lang. Das. Oh, Alter, ey, wir werden echt keine Freunde heute mehr. Alte Nervkuh manchmal, ne? So, wie macht man das jetzt mit der Kiste hier? Die dort unter uns ist. Versteht hier keine Sau, ne? Ach, da rein! Oder? Oh, wollen wir uns darauf einigen, dass du da jetzt mal reinkriegst? Nee, das hat nichts gebracht. Jetzt wird es hier aber langsam. Da geht die Treppe hoch. Wir müssen doch hier irgendein. Das ging ja hier nicht komplett im Kreis. Und hier bin ich nie rumgekommen. Es sitzt sich dein Ernst, oder? Oh, Christian, 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 Christian. Nimm mal die dabei, ne? Mann, 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 Mann. Gut. So, aber wenigstens können wir hier dann Schnellreise schon machen. Was das für eine Typen sind, täte mich halt auch mal interessieren. Ha. Die sind bestimmt schweinestark, ne? Ist dann wieder so eine Endgame-Geschichte. Ey, was sind denn das hier für Buchten? Jetzt reitet der auch noch weg. Hier, ich soll eh dahin. Kann ich vom Pferd aus? Ja. Okay. Mal gucken, was der für einen Rang hat. Bestimmt so eine Kreuzritter, Erzritter, was weiß ich. Okay, der hat einen Totenkopf, der hat einen Totenkopf. So, hier will ich doch eh hin, ne? Ich muss doch bestimmt gleich die nächste Stadt hier einnehmen. Ja, Birna ist ja so meine Verdächtige bis jetzt, ne? Ah, bis jetzt. Wir haben ja mit Nokem weiter geredet. Deshalb, Leute. Warte mal, wir gehen hier mal ein bisschen weg. Wir wollen jetzt hier nie reden hören. Hier an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter und werden mit Birna dann reden. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit ihr auch den nächsten Raubzug jetzt gleich machen werden. Oder was heißt jetzt gleich? Das nächste Mal. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.